Also wir sind hier in der Lage Loser Freiheit im Kamptal, im Herzen des Kamptals, im sogenannten Geisberg. Das sind die Reben und die Weingärten im Geisberg. Und hier ist mehr oder weniger so die Wiege vom Grünen Veltliner. Da hinten ist der Heiligenstein, da gibt es ein bisschen Riesling, aber hier ist im Wesentlichen der Grüne Veltliner zu Hause. Das ist der Großvater. Wir sagen auch ganz gern Grandpa Grüner zu ihm, weil er ein ziemlich cooler Kerl war. Das, was die wenigsten vielleicht wissen, ist auch ganz interessant, deswegen stehe ich auch so besonders gern hier bei unserem Helden, ist, er hat den grünen Veltliner mit in Österreich erfunden, denn er hat immer eine Rebe gesucht, also er hat zwei Reben gesucht eigentlich, eine Rotwein- und eine Weißweinrebe, und die sich mit seiner Hochkultur am besten anfreundet. Und das war der grüne Veltliner, der war 1928 mehr oder weniger nicht existent, den gab es nicht. Grüner Veltliner ist eine, ja, man könnte es heute jugendlich sagen, eine geile Sorte, weil sie eine sehr, sehr moderne Sorte ist. Sie kommt also vom Weingarten her, als Weinbauer darf ich sagen, sie ist sehr einfach zu pflanzen. Sie ist in der Spitze auch relativ leicht zu regulieren, weil ich kann den Ertrag relativ gut einstellen. Sie ist auch vom Boden nicht sehr, sehr anfällig. Sie braucht allerdings ein spezielles Klima, ein Cool Climate, das schon. Aber was den Konsumenten viel mehr interessiert, es ist einfach ein toller Wein, den wir als den Chamäleon des Weißweines bezeichnen. Er passt nämlich zu fast allen Speisen, zu allen Speisen dieser Welt, außer vielleicht zum Gulasch. Wir sind im Weinkeller in Zöbing beim Peter Schweiger und machen auch unter anderem den Laurens 5-4. Wir machen insgesamt 7 verschiedene grüne Veltliner. Im Stil würde ich sie als alle einer Stilrichtung folgend bezeichnen. Wir wollen Freude machen. Das heißt, dazu sind wir angetreten. Wir haben ihn sicher auch auf der populären Schiene, denn wir bauen ihn nicht extrem aus, nicht extrem furztrocken, nicht extrem super sauer, nicht extrem super pfeffrig, sondern in eine Harmonie hinein, die dem geneigten Publikum schmeckt, Nummer eins, und die vor allem auch zu sehr, sehr vielen Speisen passt und darüber hinaus speziell für die frauliche Zielgruppe auch als Aperitif ideal ist. Dieser Wein ist natürlich was ganz Spezielles. 4 oder 4, ich bin Laurens der 5., meinem Vater Laurens dem 4. gewidmet, weil das etwas ist, was in Österreich relativ einzigartig ist. Mein Vater hat vor 35 Jahren den ersten Barrique Grüner Veltliner gemacht. Wir haben uns nach 10 Jahren Laurens 5 jetzt auch daran erinnert und wollten diese Tradition wieder mal aufgreifen, um den Grünen Veltliner in die nächsthöhere Ebene zu heben, nämlich in die internationale Ebene zu heben, damit wir auch mit sicher den besten Weißweinen der Welt, die da aus Burgund kommen, mithalten können. Beim Weinbau ist es so, dass wir einfach unter freiem Himmel arbeiten, nämlich mit Mutter Natur, da gibt es nichts. Ja, Großvater hat immer gesagt, ein bisschen Demut kann nicht schaden. Also ich kenne wenig Weinbauern, die überschnappen, weil wir wissen einfach zu viel, dass wir eher von da oben abhängen. Und das ist auch gut so. Schau her, das ist die Augen, das ist der Schnitt, das ist der Strecker. Geht da runter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Augen, Ersatzzapfen. Dass, wenn irgendwas passiert, dass man nächstes Jahr schon wieder einen Fruchtansatz hat. Perfekt gemacht. Und was das erstaunlich ist, wie weit wir heuer schon sind, weil normalerweise sind die Augen jetzt maximal so weit heraus, wenn überhaupt, nämlich sprich noch in der Wolle, aber hier haben wir ja schon die vollen Gescheine da, wenn man sich das anschaut. Das ist ja sensationell, da sind 1, 2 Trauben sind drin. Das schaut noch ziemlich fruchtbar aus. Auch 2, also schaut gut aus. Das wird gut.